In Mekka befindet sich die Kaaba. Die Kaaba ist ein Gotteshaus bzw. Gebetsstätte, welche durch die Propheten Ibrahim und Ismail a.s. erbaut wurde. Kaaba bedeutet Kubus bzw. Würfel und ist das zentrale Heiligtum des Islams. Das würfelförmige Gebäude ist eingehüllt in der sogenannten Kiswa, einem schwarzen Brokatstoff, der zusätzlich mit Koransuren aus Gold und Silberdrähten in Form von Kalligraphien verziert ist. Über 1 Milliarde Muslime wenden 5-mal am Tag ihr Angesicht in Richtung Mekka, um ihr Gebet zu verrichten. Hier eine Liste mit 10 erstaunlichen Fakten zur Kaaba. Die ursprüngliche Kaaba hatte 2 Türen, eine als Eingang und eine andere als Ausgang. Für eine lange Zeitspanne hatte die Kaaba auch Fenster. Heute hat sie nur noch eine Tür und keine Fenster. Wir alle kennen die Kaaba mit ihrem schwarzen Gewand, mit der goldenen Kalligraphie. Dies war allerdings nicht immer so. Die Tradition, die Kaaba schwarz anzukleiden, findet ihren Anfang in der Zeit der Abbasiden, deren Farbe die Farbe schwarz war. Davor wurde die Kaaba mit verschiedenen Farben angehüllt, darunter auch grün oder rot. Bis vor nicht allzu langer Zeit war die Kaaba 2-mal wöchentlich für alle Menschen zugänglich. Aufgrund der rasanten Zunahme an Pilger sowie einiger andere Faktoren wird die Kaaba heute nur noch 2-mal jährlich für auserwählte Gäste geöffnet. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war jeder Aspekt, der mit dem Vollzug der Hadsch-Riten in Verbindung stand, in den Händen von verschiedenen Untergruppen des in Mekka ansässigen Stamms der Quraysh. Bis auf eine Ausnahme hatte jede dieser Gruppe im Verlauf der Zeit die Kontrolle bzw. die Aufsicht über ihren jeweiligen Ritus verloren. Einzig die Familie der Bani Shahiba hat ihr zugesprochene Aufsicht bewahren können und ist bis heute für die Verwahrung der Schlüssel zur Kaaba verantwortlich. Diese Aufgabe wurde ihr vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nach der Eroberung von Mekka persönlich übertragen. Anstatt die erlernten Schlüssel zu Kaaba in seinem Eigentum zu behalten, übergab er sallallahu alaihi wasallam sie an Uthman bin Talha radiallahu an, einem Mitglied der Bani Shahiba Familie. Daraufhin hat der Prophet die Rolle der Familie mit folgenden Worten bestätigt: Nimm sie, O Bani Talha, für immer, bis zum Tag der Wiederauferstehung. Und sie werden dir nicht weggenommen, sei denn durch einen ungerechten, gewaltsamen Tyrannen. Egal ob Kalif, Sultan oder König, die mächtigsten Männer der Welt mussten sich den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam fügen und bei dieser kleinen mekkanischen Familie um Erlaubnis fragen, bevor ihnen der Zutritt zur Kaaba gewährt wurde. Falls ihr diese wunderschöne Geschichte nicht kennen solltet, haben wir ein Video dazu gemacht, das ihr in der Beschreibung finden könnt. Die Gestalt der Kaaba, wie wir sie heute kennen, entspricht nicht der Gestalt des Gebäudes, wie es in seiner U-Form durch die Propheten Ibrahim und Ismail a.s. erbaut wurde. Aufgrund natürlicher und durch Menschen verursachter Katastrophen waren über die Jahre verschiedene Renovationsarbeiten notwendig. So kennen wir beispielsweise alle den großen Umbau während des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch bevor er zum Propheten wurde. Im Verlauf der Zeit wurde praktisch im jeden Jahrhundert Renovationen vorgenommen. Eine solche fand das letzte Mal 1996 statt, wobei es sich um eine relativ umfassende Sanierung handelte. Viele Steine wurden ersetzt, das Fundament gestärkt und ein neues Dach erbaut. Eines der Probleme, welche die situative Lage der Kaaba im Grunde eines Tals mit sich bringt, ist, dass massiver Niederschlag zu Überschwemmungen führen kann. Entgegen dem vielleicht vorherrschenden Eindruck war dies im Verlauf der Geschichte in Mekka kein ungewöhnliches Ereignis. Bevor das heute vorhandene Abwassersystem und andere Versorgungsmaßnahmen installiert wurden, kam es vor, dass die Kaaba für mehrere Tage bis zur Hälfte unter Wasser stand. Hat dies die Muslime davon abgehalten, ihren Tawuf, ihre Umkreisung zu machen? Natürlich nicht. Stattdessen haben sie angefangen, ihre Runden um die Kaaba schwimmend zu vollziehen. Viele fragen sich, wie es wohl im Inneren der Kaaba aussieht. So kam es, dass einer dieser glücklichen Personen seine Handykamera mitnahm und die Aufnahmen für Millionen sichtbar online stellte. Wie auf den Aufnahmen zu erkennen ist, ist das Innere der Kaaba zu heutigen Zeitpunkt in Marmor angefasst und ein grünes Tuch bedeckt die Decke. Direkt über der Kaaba im Himmel befindet sich ein Gegenstück zu unserem Gotteshaus auf Erden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah den Bezug auf die Himmelfahrt. Er, Gabriel, führte mich dann zum Lotusbaum am äußersten Ende. Der schwarze Stein ist ein heiliger Stein des Islam. Der schwarze Stein hat einen ungefähren Durchmesser von 30 cm. Der schwarze Stein ist inzwischen in ca. 8 Stücken zerbrochen und wieder zusammengelegt.
Muslime messen in einer Anlehnung an eine Aussage von Umar ibn Khattab an, dem Stein keine große Bedeutung zu. Umar sagte einst, als er als Kalif den Stein küssen wollte: Zweifelsohne weiß ich, dass du ein Stein bist. Du kannst niemanden schaden, noch Nützen zufügen. Einige sagen, dass der Stein einst weiß war und durch die Sünden der Menschen schwarz wurde. Die islamische Überlieferung besagt, dass Abraham a.s. den Stein beim Erbauen der Kaaba als ein Geschenk von Rabbi a.s. empfangen hat und er aus dem Paradies stamme. Der berühmteste Würfel der Welt war ursprünglich ein Rechteck. Es war nie geplant, dass die Kaaba in Form eines Würfels erbaut werden sollte. Im Original enthielt der Bauplan der Kaaba sogar eine halbkreisförmige Fläche, bekannt als Hijr Ismail. Als Hinweis auf die Größe, welcher der Kaaba eigentlich zugedacht war, wurde eine Wand aus Lehmziegeln erbaut. Gegen Ende des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte er die Absicht, die Kaaba in ihren originalen Größe wieder aufzubauen, verstarb jedoch, bevor er diesen Wunsch erfüllen konnte. Die Geschichte der Kaaba ist kein Mythos der Vergangenheit. Bei der Kaaba handelte es sich um ein Symbol, welches alle Muslime der Welt durch den Lauf ihrer Geschichte bis zum heutigen Tag miteinander verbindet. Auf diese Weise bringt uns die Kaaba auch mit unserer ruhmreichen und auch den wenigen erfreulichen Kapiteln unserer Vergangenheit in Verbindung, aus welchen wir unsere Lektion lernen mögen und das Verständnis bekommen sollen, dass wir ein Teil einer ewigen Mission sind. Dadurch vermacht sie zwischen uns Muslimen eine Verbindung und ein Gefühl der geistigen Verbundenheit herzustellen. Es ist ein Symbol der Einigkeit der Umma, die sie so selten drin gebraucht hat, wie sie es heute tut. لك والملك لا شريك لك لبيك.